Hallo, liebe Freunde des englischen Silverplate und herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil der Old Sheffield Plate Herstellung und vor allem der Expertentipps. Ich möchte heute gerne anhand dieser exemplarischen kleinen Teekanne die verschiedenen Merkmale aufzeigen, die Old Sheffield Plate von dem späteren Electro Plate ganz, ganz deutlich unterscheiden. Wichtig dabei, in der vorherigen Folge haben wir über die Herstellung gesprochen, also das aufwendige Verfahren des Versilberns auf Kupfer. Und jetzt schauen wir uns die verschiedenen Merkmale im Detail an. Ich hatte gesagt, ich gehe dazu hinter die Kamera. Ich habe festgestellt, ich stehe mit dem Zoom noch ein bisschen auf Kriegsfuß, deswegen bleibe ich hier, erkläre es und werde immer wieder Detailfotos einblenden. Haben Sie eine Kanne, ob jetzt hier eine Teekanne, eine Kaffeekanne oder eine Weinkanne vor sich, so verbirgt sich meistens das Innenleben durch diese wunderschöne Oberfläche. Wenn wir aber innen hineinsehen, dann kommen wir sehr, sehr nahe an die Konstruktion einer solchen Kanne heran. Zum einen sehen wir einmal eine Naht innen drin. Diese Naht ist sehr wichtig, denn diese Körper wurden nicht im Spinning-Verfahren, also über einen Hohlkörper gedrückt, sondern sie wurden aus zwei Hälften zusammengesetzt, weshalb außen nicht sichtbar, weil es überpoliertes Silber ist. Aber innen hat man wunderschön eine Naht zu erkennen. Ein deutliches Zeichen für die Produktion vor 1840. Wichtig ist auch noch, wenn wir in den Kannenkörper hineinschauen, dass wir eine kleine runde Platte, also einen Boden erkennen. Auch das wurde später nicht mehr gemacht, denn bei dem Zusammenlöten dieser zwei Seitenwände, möchte ich sagen, war man sich noch nicht so sicher, ob der Stabilität. Und dann hat man den unteren Bodenausschnitt nochmal separat eingelötet, was der ganzen Konstruktion eine wesentlich stärkere Dichte gegeben hat. Bei dem nächsten Bild, ganz wichtig, schauen wir uns mal die Tüllen an, also die Ausgießer. Die Ausgießer sind für mich sowieso etwas ganz Fantastisches, denn die haben bei der Produktion einer Teekanne fast die Hälfte der Zeit beansprucht. Sie wurden von Hand gemacht, erst später in Stahlformen gestanzt. Und deswegen sehen wir jetzt hier zum Beispiel bei dieser Tülle links und rechts an den oberen Außenrändern sehr, sehr schön, dass wir einen kleinen Draht, eine Naht zu erkennen haben und die können wir auch fühlen. Mit diesem Silberlot wurde die obere Seite auf den unteren runden Korpus der Tülle befestigt. Das findet man später nicht mehr, denn später wurden die Tüllen aus einem Stück gestanzt, wurden im Rohzustand an den Kannenkörper gelötet und später mit versilbert, sodass man überhaupt keine Naht mehr erkennen kann. Ferner ist auch wichtig, sieht man hier obendrauf sehr, sehr schön, dass man zu Anfang eine kleine Dekoration auf den Tüllenmund aufgebracht hat. Das hatte immer den Zweck, um der Tülle nochmal Stabilität zu geben. Man hatte Angst vor Bestoßungen, man hatte Angst beim Putzen vielleicht das obere dünne Blech zu verbiegen. Und daraufhin hat man begonnen, einfach Blümchen, eine kleine Rosette oder ja, auch Border-Dekorationen obendrauf zu applizieren. Bei dem einen Foto, was ich hier separat eingefügt habe, sieht man sehr schön, dass man hier sogar versucht hat, die Tülle von innen zu versilbern, was aber nicht wirklich lange gehalten hat. Und jetzt sehen wir, wie sich dieses Silberblech von dem Untergrund abhebt. Und ich habe das Foto genommen, damit man sieht, wie dick dieses Silberblech war. Wir reden hier schon wirklich von einem Viertelmillimeter, also eine echte aufwendige Silberschicht. Ein weiteres Merkmal sind die Scharniere. Ich habe hier ein ganz typisches Scharnier der Zeit bis 1820, denn diese Scharniere sind dreiteilig.
Erst in der späteren Zeit sind die Scharniere aus 4 oder 5 Elementen zusammengesetzt worden. Hier sehr aufwendig in den Kannendeckel hineingearbeitet. Und bei der Betrachtung sehen wir außen um diesen kleinen Kannendeckel auch wieder eine silberne Lötnaht, damit wir auch hier erkennen, dass der Deckel eben auch in der Technik des Old Sheffield Plate gefertigt wurde. Beim nächsten Bild sehen wir, dass diese dreiteiligen Scharniere, wenn sie zum Beispiel an einem Kannenkörper außerhalb angebracht waren, immer in einem 90-Grad-Winkel, sobald es die Konstruktion zuließ, angebracht wurden. Und damit man den Stift, der durch das Scharnier läuft und das Ganze gängig macht, damit man diesen Stift nicht sieht, hat man in der Zeit bis 1820 ganz aufwendig links und rechts außen noch 2 silberne Perlen aufgelötet, damit auch dieses Stück Kupfer nicht zu erkennen war. Sehr selten in so einer Konstruktion. Bei dem nächsten Bild habe ich mir besonders die Außenrandverzierung angesehen. Die Außenränder wurden sehr üppig verziert, denn diese Verzierung diente vor allem auch dem Schutz vor Bestoßungen. Und man konnte darunter unheimlich schön die Kupferkante verstecken. Wenn ich jetzt aber, wie auf dem Foto, die Kanne umdrehe und mir diese Verzierung ansehe von unten, so fällt sofort auf, dass eben diese Verzierung nicht aus dem Blech, Trägerblech gestanzt wurde, sondern sie wurde separat aufgelötet. Man sieht so kleine Fehlräume, wo bereits das Silberlot herauskommt. Diese Art, dass die Dekorationen aufgelötet wurden, hat mit der Electroplate Area auch bereits nachgelassen, denn dort konnte das Ganze aus einem Blech gestanzt werden und wurde dann im Ganzen versilbert, was dem damaligen Zeitgeschmack eher entsprach. Für uns heute ist es aber einfach ein schönes Erkennungsmerkmal, dass diese Bordüren, möchte ich sie nennen, einfach separat aufgelötet wurden. Alles in allem lässt sich sagen, dass diese schöne kleine Kanne aus der Zeit um 1810 bis 1825 zu datieren ist, also ein schönes Stück der echten Old Sheffield Plate Produktion und lange, lange noch vor der Erfindung des Electroplate seinen Ursprung hatte. So können wir verschiedene Kannen und Kannenkörper untersuchen. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr und weitere Merkmale, nicht nur für Kannen, sondern zum Beispiel auch für Tabletts oder für Wärmeschalen. Und dazu mache ich einen neuen Beitrag. Ich hoffe, Ihnen haben meine Ausführungen heute gefallen. Ich möchte es heute kurz machen, sage Dankeschön. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie möchten, dass ich ein spezielles Thema behandle, abonnieren Sie mich, fragen Sie mich. Ich bin für alles offen und wünsche Ihnen auf diesem Weg alles Gute. Ihr Christian Bauer. Meine Teetasse ist im Bild. Mein erster Tipp soll Sie in den Innenraum von Hohlkörpern führen. Wenn das schon so komplizierte Wörter sind. Das erste Foto, was wir sehen, handelt... vergiss es. Gerne die verschiedenen Merkmale aufzeigen, die die...